Da sind wir wieder zurück bei GTA 5 hier in Los Santos mit Franklin on Tour. Und wir sollen jetzt erstmal ein Auto zurückholen für den guten Herrn. Dafür steigen wir erstmal ein. Bitte. Oh, perfekt. Ja, interessiert mich. Super. Dankeschön. Er sieht Bullen schon wieder. Alarmiert. Das kann doch nicht sein. Ja, schnell hier reinfahren. Jetzt mal hier unten in der Grube kurz verstecken. Hier rechnen die garantiert nicht mit uns. Mal gucken. Aber ich denke nicht. Also das wäre mir ein bisschen. Was zur Hölle? Hat er uns gesehen? Hat er uns gesehen? Hä, wie kann das denn sein? Oh Mann, ey, das ist doch scheiße, sowas. Ja, muggeln wir uns mal hier eben vorbei. Boah, da kommt der nächste Bullenkiste. Ey, das ist doch Rotz, weißt du? Wir waren hier weit weg von allen. Die hätten uns gar nicht da vermuten können. Oh, sowas liebe ich ja. So, gucken wir mal, dass wir hier irgendwie wegkommen jetzt. Raus aus dem Pegel. Ja, Moment, bevor ich ans Telefon gehe. Discover that you betray me, perhaps. I hear you took the bike for yourself, my employee of the month. Listen, man, me and Lamar was gonna get that back to you, dog. Oh, I am sure. You will get this car off the daddy's boy, and then we talk. Insurance papers say they have a locked garage, so you'll need to gain access from inside the house. Man, it's never easy with you, is it, Simi? Do not talk to me about easy, you thief. Was? Jetzt bin ich der Böse oder was? Ich habe doch gar nichts gemacht. Weil es ihm wohl zu lang gedauert hat oder was? Oh Mann, Typ. Sowas mag ich ja. Sowas mag ich ja. Ach Gott, was ist denn hier schon wieder los? Bau dich auf, komm. Ach Gottel. Es kann auch sein, weil es halt jetzt ganz frisch ist, dass die Performance da noch ein bisschen nachgepatcht werden muss. Jo, Standbilderchen. So. Hier in das Haus müssen wir. Okay. Was haben wir denn hier? Ein Gärtner. Finde einen Weg ins Haus. Ja, dann würde ich sagen, gucken wir mal. Hier ist der Gärtner unterwegs. Vielleicht geht es hier hinten irgendwie lang. Da ist die Garage. Was? Okay. Ja, auch nicht schlecht. Gullideckel? Da komme ich nicht rein. Hier vielleicht über den Tennisplatz, hä? Da könnte ich ein bisschen Glück haben. Jawohl.
So, schleichen wir uns hier mal ran. Oh, ein bisschen komisch. Sein. Das darf ja keiner entdecken. Oh, da oben müssen wir rein. Okay, also ab aufs Auto. It's just because you have a massive gaper, bitch. Was? I don't care if you're 12. I'll still rape you. Oh my god. Seriously? My brother is such a homo. Oh. Thank you, coach. You're a real pro, Mrs. DeSantis. Schön leise sein. A real pro. So, das Garagentor erstmal aufmachen. Oder auch nicht. Schön leise sein. Einsteigen. Und jetzt schön gemütlich ins Autohaus zurückfahren. Ohne dass der Kiste was passiert. Also schön langsam und gediegen. Hey Simeon, I got the ride, man. I'm coming back. Yeah, if you actually bring the repossession to me this time, I can have it back out on the street. Yeah, if you actually bring the repossession to me this time, I can have it back out on the street before the day is done. Ja. Das wird auch passieren. Ich bring dir die Kiste jetzt wieder. Oh! That's a 9mm semi-automatic pushed against your skull. Uh-oh! Well, look around. You just keep driving where you're going. Oh! Hey, come on, man. This was a repo job. Guy was behind on his fucking note. Unlikely. Considering my son just got the car. And looking at the way you're going about this, my guess, you're working a credit fraud. A credit fraud? Be serious, dude. I just worked the fucking repo. I appreciate a kid who follows orders without taking responsibility. Yeah, maybe one day we'll have a beer, and I'll explain how the world really works. Who gives you the slip? A car dealer, dawg, by the name of Simeon Yateri. So this businessman, he look legit to you? Look, man, it's just between him and your fucking son. Don't worry. Me and Mr. Yaterian, we'll work this out. Oh, na wen haben wir denn da im Kofferraum? Den guten Michael. Ja, so schnell läuft man sich wieder über den Weg. Und diesmal aber mit einer Knarre am Kopf. Das ist natürlich nicht so schön. So, mal gucken, was jetzt hier passiert. Wenn wir die Kiste abgegeben haben. Okay, stop the car. Hold on. So, hier vorne anhalten. Jawohl. That the place? Yeah, this the place, man. Whoa. Drive into it. Right through the fucking window. And fast. Or I'll put two rounds in the back of your skull and do it myself. Man, you can't be for real. I look like a fucking joke to you. Man, fuck my life, man. Fuck. Yo, sehr schön. Also, einmal ab ins... Do it. Juhu! Oh, shit! Franklin! What the fuck are you doing? Mr. Simeon, it's not exactly how it looks. I always trump big for a job well done. Now get out of here, kid. You motherfucker! Simeon, oh. Terrian doesn't... Jetzt steuern wir den Nächsten! Boom! Chaka! Lucker. You recognize this car? Huh?
Does it look like it's worth $5,000 a month to you? You fucking racist! Oh! Das war die Tür. I'll tell you something. This thing's gonna need some serious bodywork before it's worth $5,000 a month. Oh! Das war wieder die Tür. He agreed to financing. I have his signature. Yeah, did he agree to have some punk break into my fucking house? I don't know. That kid might be a fucking idiot, but you are a fraudulent scumbag piece of shit. Ugh. Don't make me have to come back here. Ja, so schnell kann's gehen. Und schon sind wir wieder auf Seiten von Michael unterwegs. Und da gibt's natürlich auch ein paar Sachen zu tun. Und jetzt können wir hin und her wechseln zwischen den Zweien. Und haben die Möglichkeit, hier in der Stadt ein bisschen weiter zu schauen. Und ich würde sagen, wir gehen erstmal auf Franklin. Say again? How the fuck we get fired? Man, it was partly all that bullshit you pulled. And partly the repo's old man making me crash the car into the dealership. Ha! You the crazy ass motherfucker in this partnership. You better spend them while you got them. Yeah, if you say so. So, und da sind wir hier. Und irgendwie geht's an der Stelle hier nicht weiter. Wir können natürlich jetzt so ein bisschen mit ihm uns umschauen. Also wechseln wir zurück auf den guten Michael. Und ich muss sagen, das ist richtig, richtig awesome gemacht. Richtig cool. Und da sind wir wieder. Cool. So, gucken wir erstmal auf die Karte. Denn wir haben hier ein paar Sachen, die wir machen können. Einmal hier. Das setzen wir uns mal als Wegpunkt. Oh, und da haben wir natürlich eine Knarre, ne? Das ist schon mal gut. Ah. So, lauf! Lauf, lauf, lauf! Komm hier eigentlich hoch? Au. Das ist auch so schön, wenn der hier... Na, mit der hüpft, ist ja auch lustig. So, ich denke hier... Ja, Alter! Ich fasse es ja wohl. Wolltest mich wohl umfahren? So, also hier das ganze, die ganze Stadt zu Fuß... Wird wahrscheinlich auch interessant. Na, was ist denn hier passiert? Ein Betrunkener? Okay. Was haben wir hier hinten? Ein Hütchenspieler. Oh. Legalized Weed. Excuse me, sir. Can I talk to you for a second? The fuck are you talking about? I am talking about a hotline straight to heaven. That this state makes illegal. Yeah, this is what I'm talking about. I don't give a fuck about reefer. No, they rigged the vote. I saw the ballots. It's a lie. It's democracy at work, amigo. Democracy can suck my fatty. Democracy only works when it lets intelligent people do what they want. This is tyranny by morons. Yeah, well, I got things to take care of in a little place called reality. You want a drag? Nah, I'm not a drug guy. This isn't bushweed. This is mana. And I grow it myself. No paranoia, no weirdness. A passport to nirvana. Fuck, give me that. Yeah, here, you'll hardly feel it. Yeah, I smoke all day and I'm fine. It's a pure, mellow high. But I do get concerned about the monsters. Yeah. Huh? I mean... I'm sure they're nothing serious, but, I never let them get too near. Oh!
Erledige die Aliens. Lol. Jawohl. Okay. Was ist das für ein Scheiß hier? Wahnsinn! Was zur Hölle geht hier ab? Okay. Alter, das ist ja voll abgespaced. Ach, hier oben. Wo haben wir noch was? Hier. Ja, das frage ich mich natürlich auch gerade, wo die herkommen. Alter Schwede. Cool. You see, the liquor companies push for continued prohibition, which is complete insanity. So I take it I can count on your support. The fuck just happened? What are you talking about? We discussed globalization, the state. Stay the fuck away from me. But it's a good cause. That's the. Oh, man, the guy. Okay. Ja, schön. So, mit dieser tollen Mission machen wir erstmal einen kleinen Break. Ja, das nenne ich mal einen Drogenrausch. Und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder und gucken, wie die Geschichte weitergeht. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut und tschüss.